Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial von mir hier im Hexagon. In diesem Tutorial soll es auch ums Mapping gehen und insbesondere ums Unfold Mapping oder Unwrap Mapping, wie auch immer. Und das will ich euch jetzt erklären. Und in dem vergangenen Tutorial, also in dem letzten Tutorial, habe ich euch ja gezeigt, wie man einen Würfel mappt. Da gibt es drei verschiedene Möglichkeiten. Jetzt bei einer Kugel ist es nicht so spektakulär und bei einer Fläche auch nicht. Und beim Zylinder auch nicht, weil diese Projektionen hier alle drin sind. Hier habe ich Flächenprojektion, Zylinderprojektion und Kugelprojektion. Und es passiert ja immer wieder, dass man jetzt Objekte sich erstellt, die jetzt nicht genau einer Geometrie entsprechen, also die vielleicht ein bisschen anders aussehen als ein Zylinder, ein bisschen verschoben sind und so weiter. Dafür benutzt man halt das Unwrap Mapping oder Unfold Mapping. Und das will ich euch zeigen, wie man das benutzen kann. Und ich mache das jetzt mal mit einer Spirale, zeige ich euch das jetzt. Hier bei Helix erstelle ich mir jetzt einfach mal eine Spirale. So, und die Slice mache ich auf, naja, ich mache die mal jetzt auf 2, übernehme das und dann mache ich hier jetzt noch Dicke rauf, hier, und die Punkte mache ich jetzt mal auf 6, ja, oder auf 8, ich lasse sie auf 8, mache das ein bisschen dicker hier. Und übernehme das jetzt. So, und wenn ich jetzt diese Spirale mappen will, also auf der Spirale eine Textur machen will, dann kann ich das genauso probieren wie beim Würfel. Moment, ich kopiere mir die jetzt mal nochmal. Steuerung C und Steuerung V und die kopierte verstecke ich jetzt mal. Ich markiere jetzt die und dann kann ich das wie beim Würfel machen und mache jetzt hier UV und Paint. Und die erste Frage ist natürlich, was nehme ich jetzt für eine Projektion? Ich probiere es jetzt mal mit der Kugel. Okay, und man sieht hier schon an diesem UV-Muster, dass es nicht gleichmäßig verteilt ist. Und ich kann hier jetzt auch alle Achsen durchgehen. Das sieht schon mal ganz gut aus, aber hier gibt es halt auch immer wieder noch Stellen, die nicht so ganz okay sind. Da zum Beispiel, da sieht man es. Und hier unten. Ja, und auf der Z-Achse sieht es so ähnlich aus, auch nicht besonders gut. Ja, und ich kann auch Flächenprojektion benutzen. Okay, das sieht schon mal ganz gut aus, aber hier wird es lang gezogen, das liegt daran, weil hier die Fläche ist, auf der die Textur projiziert wird, und hier an der Seite ist ja dann gar nichts mehr. Man muss sich den Projektor sozusagen wie so einen Scheinwerfer vorstellen. So, und aber man will ja die Spirale trotzdem ordentlich texturieren und das kann man machen. Ich lösche jetzt mal die alte Version hier und nehme jetzt meine neue Spirale, die ich kopiert hatte. Und wir müssen halt Hexagon zeigen oder sagen, an welcher Linie wir unser Objekt aufschneiden möchten. Und wenn wir diese Spirale aufgeschnitten haben, an einer Linie bis nach unten durch, können wir die Spirale aufklappen. Und dann haben wir sozusagen aus der Spirale nur eine Fläche gemacht. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Und das machen wir jetzt. Wir gehen hier mal auf Unfold. Und dann haben wir hier verschiedene Einstellungen. Seams sind Linien und Pins sind Punkte. Jetzt geht es erstmal nur um Seams. Und
jetzt müssen wir Hexagon, also wir haben jetzt Unfold gedrückt und jetzt steht das hier auf Scenes. Und wir gehen jetzt hier auf Line Selection und müssen jetzt Hexagon sagen, welche Linie, an welcher Linie wir jetzt unsere Spirale zerschneiden wollen. Und die muss ich jetzt natürlich, wir müssen jetzt, also wir gehen jetzt hier auf Loop und damit wird die ganze Linie bis oben zu unserem Objekt markiert. Und das ist unsere Schnittlinie. Und dann gehen wir hier neben den Kopf auf Plus. Genau. Und jetzt hat Hexagon hier aus unserer Schnittlinie eine dunkelblaue Linie gemacht und daran erkennen wir jetzt, dass die Schnittlinie definiert wurde. Und danach klicken wir jetzt hier auf diesen Kopf. Und dann sehen wir hier in unserer UV-Map, Moment, dass Hexagon jetzt unsere Spirale auseinander geschnitten hat, so wie wir es haben wollten. Wir übernehmen das erstmal. Ja, und es sieht jetzt schon mal ganz gut aus, aber es ist halt noch nicht perfekt. Ich schiebe das jetzt mal hier ein bisschen hoch in die Mitte. Und um das jetzt perfekter zu machen, gibt es einen kleinen Trick. Also man sieht ja, dass die Linien hier ein bisschen verbogen sind. Und gibt es einen kleinen Trick. Wir markieren jetzt hier die unterste Linie und drücken L für Loop oder hier oben auf Loop und nehmen jetzt diesen dieses Quadrat hier, das grüne von der Y-Achse, nehmen wir, also klicken da drauf mit der linken Maustaste, lassen es gedrückt und ziehen jetzt unser Mauszeiger genau bis hier auf diesen gelben, auf dieses gelbe Quadrat. Bis der Manipulator nach unten geht, also sich umstellt. So, und jetzt sieht man, die Linie ist relativ gerade. Wir müssen die jetzt zwar ein bisschen runterziehen. Ja, und das machen wir mit der nächsten Linie auch. Loop, und dann schieben wir das hier runter. Und so. Ja, und das machen wir mit allen Linien und das ist zwar ein bisschen Arbeit, aber es ist eine relativ gute Möglichkeit, eine gute UV-Map hier im Hexagon zu bekommen. Ja, und ich mache das jetzt mal schnell und melde mich dann gleich wieder zurück. So, da bin ich wieder und ich habe jetzt hier die horizontalen Linien gerade gezogen. Wie gesagt, Linie markieren, Loop und dann diesen Würfel hier bis zu den gelben hinschieben. Und dasselbe müssen wir jetzt auch mit den vertikalen Linien machen und das machen wir ganz genauso. Wir markieren hier eine Linie und sagen auch wieder Loop. Und nehmen aber diesmal diesen roten Quader und schieben den bis zur Mitte rüber. So. Und so. Ja, und das machen wir auch mit allen Linien. Und das mache ich jetzt so schnell und dann melde ich mich wieder zurück. Okay, ich habe jetzt alle Linien, alle vertikalen Linien auch gerade gezogen und jetzt stimmen vielleicht die Abstände noch nicht. Dafür kann man sich hier ein Raster einstellen. Umso größer ich den Wert hier stelle bei Grid, umso kleiner werden die Rasterfelder und das kann man gut als Anhaltspunkt nehmen. Das lasse ich jetzt aber, das mache ich nicht. Ich will euch jetzt nur noch etwas zeigen. Ich habe hier jetzt auf meine Spirale den Textur-Checker drauf gemacht, hier im Material-Editor, hier auf Textur-Checker, das unterste hier. Und jetzt sieht man, hier sieht alles relativ gerade aus. Oder was heißt relativ? Also es ist alles gerade und es sind keine Verzerrungen da. Ja.
Und man sieht es ja schon an der UV-Map, die ist relativ in Ordnung, da ist nichts verzerrt oder sonstiges. Und das ist halt das Unwrap-Mapping, das kann man auch benutzen für Rohre, die jetzt um die Ecke gehen oder sonstige Sachen, die sich halt normal nicht hier mit diesen Projektionen mappen lassen. Ja, ich hoffe, das hat euch gefallen und ihr habt es auch alles gut verstanden und bis zum nächsten Mal.